Heute sprechen wir seit sehr langer Zeit mal wieder über ein Wizards Unite Grundlagenthema. Und dabei geht es um Festungskämpfe und genauer gesagt um die Gegner in Festungskämpfen. Aber nicht die unterschiedlichen Arten, die wir dort antreffen können, sondern wir sprechen über die Stufen und Level dieser Gegner. Und inspiriert wurde ich zu dem Video zum einen durch James vom englischsprachigen Wizards Unite YouTube-Kanal Expecto Go, aber auch, weil ich immer wieder Fragen zu diesen Themen erhalte. Und ja, so muss ich in Zukunft nicht mehr viel tippen, sondern kann einfach einen Link verschicken, in dem ich dann erkläre, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, wir sprechen über die verschiedenen Stufen und Level von Festungsgegner. Und Gegner werden eben in verschiedene Stufen unterteilt. Und diese erkennt man an zwei verschiedenen Dingen. Zum einen an den kleinen Sternen, die das Bildchen des Gegners zieren, und am Titel. Und da möchte ich erstmal grob erklären, was es da für Unterschiede gibt. Zum einen Gegner mit einem Stern, diese tragen den Namen gewöhnlich. Dann Gegner mit zwei Sternen, das sind beeindruckende Gegner. Mit drei Sternen, das sind imposante Gegner. Mit vier Sternen, das sind gefährliche Gegner. Und schlussendlich mit fünf Sternen, das sind entschlossene Gegner. Und wenn man zum Beispiel eine gewöhnliche Akromantula sucht, dann schaut man im Kampftableau einfach nach Gegnern mit einem Stern. Und wenn man da dann eine Akromantula sieht, weiß man, okay, das ist eine gewöhnliche. Und bei einem imposanten schwarzen Magier zum Beispiel guckt man nach drei Sternen und bei einem entschlossenen Werwolf beispielsweise bei fünf Sternen. Habt ihr also eine Aufgabe, wo ihr einen dieser bestimmten Gegner suchen müsst, dann könnt ihr in der Übersicht direkt an den Sternen erkennen, ob das eben der ist, den ihr für die Aufgabe benötigt. Und jede Art von Gegner, also beispielsweise Akromantulas oder Erklinge, gibt es in diesen verschiedenen Stufen. Und umgekehrt ist es so, dass es auf jeder Stufe eben diese ganzen verschiedenen Arten von Gegnern gibt. Also beispielsweise mit einem Stern eine gewöhnliche Akromantula, genauso wie einen gewöhnlichen Erkling, einen gewöhnlichen schwarzen Magier, einen gewöhnlichen Todesser, einen gewöhnlichen Wichtel und einen gewöhnlichen Werwolf. Das bedeutet, es gibt sechs Varianten dieser verschiedenen Sterne. Und zusätzlich gibt es nochmal Elite-Gegner dieser Sternkombinationen. Also es gibt das alles sozusagen doppelt in normaler Ausführung und in Elite-Ausführung. Und dazu ein paar Beispiele. Beispielsweise mit einem Stern ein gewöhnlicher Elite-schwarzer Magier. Mit zwei Sternen ein beeindruckender Elite-schwarzer Magier. Mit drei Sternen ein imposanter Elite-Wichtel. Mit vier Sternen ein gefährlicher Elite-Werwolf oder mit fünf Sternen ein entschlossener Elite-Wichtel. Und das könnte man komplett aufdröseln auf alle Sachen, die es da in diesen Kombinationen gibt, aber da wäre es ein bisschen schwierig gewesen, zu allen auf die Schnelle Screenshots zu bekommen. Es gibt damit also nicht nur die sechs normalen Stufen pro Stern, sondern insgesamt 12, da es ja jeweils noch eine Elite-Variante gibt. Und das Ganze mal fünf verschiedenen Sternstufen, da es ja Sterne 1, 2, 3, 4, 5 gibt, macht das insgesamt 60 verschiedene Stufenarten von Gegnern, obwohl es eigentlich ja nur sechs Arten gibt in den verschiedenen Stufen und den Variationen als Elite sind das dann insgesamt 60 Stück. Und neben Namen und verschiedenen Anzahlen von Sternen gibt es da natürlich auch Änderungen, handfeste Änderungen, die diese Stufen eben unterscheiden. Und da möchte ich euch ein paar kleine Beispiele nennen. Alternativ guckt am besten mal unten in die Videobeschreibung, da habe ich euch alles verlinkt, wenn ihr nochmal genau nachschauen möchtet, wo sind denn da die genauen Unterschiede. Also hier eine Grafik von Orange Wizard und beispielsweise seht ihr ganz links in der Spalte die Verteidigungswerte und die verändern sich von gewöhnlich über beeindruckend, wo zum Beispiel dunkle Magier und Werwölfe eine Verteidigung von 5% haben, zu den imposanten, da werden es dann 15 und 25%.
Bei den Gefährlichen, da sind es dann 30% und 40% und bei den Entschlossenen werden das 50% und 60%. Also logischerweise werden mit erhöhter Stufe die Gegner stärker und haben hier dann erhöhte Verteidigungswerte. Guckt man sich das hier an, dort sieht man zum einen die Lebenspunkte, Stamina und die Kraft, Power. Und guckt man sich da die reguläre, also die gewöhnliche Akromantule an, hat diese einen Wert von 72. Bei beeindruckenden Akromantulas wird das dann 91 und Kraft von 10. Bei Imposanten haben diese schon 109 Lebenspunkte und eine Kraft von 13. Gefährliche 136 Lebenspunkte und Kraft 17. Und die Entschlossenen 166 Lebenspunkte und eine Kraft von 22. Und an diesen Werten sieht man natürlich auch, je schwerer die Gegner werden, desto schwieriger ist es, sie zu besiegen, weil sie eben mehr Lebenspunkte haben, mehr Verteidigung und natürlich dann auch durch die erhöhte Kraft mehr Schaden machen. Und natürlich gibt es auch nochmal einen Unterschied von den normalen zu den Elite-Gegnern. Logischerweise sind die Elite-Gegner stärker und das sieht man auch hier. Beispielsweise die Akromantula mit einem Lebenspunktewert von 72 und die gleiche als Elite-Variante hat dann eben 310 Lebenspunkte und die Kraft wird gesteigert von 8 auf 41. Also wenn euch das genauer interessiert, wenn ihr da genau wissen möchtet, wie verändern sich die Werte, wie stark ist denn da jede einzelne Variante, dann guckt gerne mal unten in die Links, die ich euch da eben in der Videobeschreibung angegeben habe. Und zur Frage, was genau sind diese Unterschiede, interessiert euch vermutlich am meisten, wo findet man denn diese verschiedenen Varianten? Denn für Aufgaben gibt es immer wieder die Vorgaben, diesen oder eben jenen Gegner zu finden. Und die Frage kann man leider nicht so allgemein beantworten, denn es gibt keine Vorgabe, dass diese Art von Stufe eben nur in dieser Art von Kammer vorkommt. Also das kann grundsätzlich zufällig verteilt werden. Trotzdem gibt es da natürlich einen Richtwert. Und wenn ihr da was Bestimmtes sucht, kann ich euch da auch eine kleine Tabelle geben, wo ihr denn die verschiedenen Arten am besten findet. Und grob gesagt ist es wie folgt. Die gewöhnlichen Gegner findet man am häufigsten in den Ruinenkammern 1, 2, 3 und 4. Die beeindruckenden Gegner in den Ruinenkammern 5, Turmkammer 1, Turmkammer 2 und Turmkammer 3. Die imposanten Gegner in den Turmkammern 4, 5 und in der Waldkammer 1 und 2. Die gefährlichen Gegner in der Waldkammer 3, 4 und 5 und in der dunklen Kammer 1 und zuletzt die entschlossenen Gegner findet man am häufigsten in den dunklen Kammern 2, 3, 4 und 5. Aber wie gesagt, das nur als grober Richtwert und probiert da am besten rum. Ihr müsst wahrscheinlich hier und da mal ein bisschen kämpfen, hier und die Kammer mal ausprobieren. Aber früher oder später bekommt ihr da alles zusammen, was ihr für Aufgaben benötigt. Und um das Ganze nochmal abzuschließen, denn neben diesen Sternen und den Titeln gibt es noch einen kennzeichnenden Wert, nenne ich es mal, der die Gegner irgendwo einteilt. Und zwar eine kleine Zahl, die euch sicherlich auch schon aufgefallen ist. Und zwar haben die Gegner neben den Sternebewertungen nochmal ein Level, was aber irgendwie nicht immer so ganz passend ist. Also wenn ihr hier diesen Screenshot seht, dann fallen euch da direkt einige Zahlen an den Gegnern auf. Wie beispielsweise ganz oben links die Akromantula trägt die 186 und diese hat eben das Level 186. Guckt man sich aber beispielsweise ganz unten rechts den Erkling an. Dieser hat 3 Sterne und das Level 189 und die Akromantula oben links, von der wir eben sprachen, hat ein höheres Stufenlevel, weil sie eben 5 Sterne hat, aber ein niedrigeres Level. Und das ist irgendwie nicht immer so ganz passend. Also ich habe da die Logik noch nicht erkennen können. Ich weiß auch nicht, warum es einmal dieses Level und einmal dieses Stufenlevel gibt, aber irgendeinen programmatischen Hintergrund würde es da vermutlich bei der Einteilung der Stärken geben. Also nicht nur die Sternestufe, sondern auch die Levelstufe ist da entscheidend. Und wenn es da genauere Infos zu gibt, dann werde ich euch da sicherlich in einem folgenden Video drüber aufklären. Es gibt noch weitere Ideen zu diesen Festungsgrundlagen-Videos. Was genau muss man bei Gegnern beachten und was genau bedeuten diese Kennzeichen, diese Zahlen, diese Symbole? Und da werde ich in den nächsten Wochen sicherlich noch das eine oder andere weitere Grundlagen-Video für euch erstellen. Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieses kleinen Videos angekommen. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschö. Und gerne bis zum nächsten Mal.